Tja, Klaus Weber in Straßburg, da ist viel Musik im Moment, die da gespielt wird. Klingt nicht immer so ganz harmonisch, was dort stattfindet. Wird es denn morgen tatsächlich spannend oder ist doch in guter alter europäischer Manier hinter den Kulissen wieder einiges gerade gezogen worden? Also Harmonie war gestern, das sagen Sie ganz richtig. Und es wird sicher spannend werden morgen. Und wir haben gerade eben noch mal gesagt bekommen, es sind 4 Wahlgänge angesetzt. Der erste um 9 Uhr und der letzte dann, wenn es zu einer Stichwahl kommen sollte, beginnt wohl um 20 Uhr. Und dann wird die Stimmenauszählung wahrscheinlich bis 22 Uhr gehen. Also es wird ein langer Tag und mutmaßlich ein langer Tag. Alles andere wäre eine Überraschung. Morgen früh werden sich die Kandidaten noch mal kurz vorstellen hier im Parlament. Martin Schulz wird die Sitzung leiten. Und wie schon im Beitrag angekündigt oder erklärt, es gab eine Absprache, die im Prinzip von den Sozialdemokraten aufgekündigt wurde. Knut Fleckenstein ist bei mir für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands im Europaparlament. Können Sie uns noch mal erklären, warum denn diese Absprache zwischen den beiden großen Fraktionen, zwischen der EVP und der S&D, aufgekündigt wurde? Weil es de facto 2 Absprachen gab. Die eine Absprache bezog sich auf den Präsidenten des Parlaments, dass der in der Mitte der Legislaturperiode dann zur anderen Seite sozusagen übergeht. Und die zweite Absprache war ganz klar, dass einer der 3 Präsidenten, damals haben wir über den Präsidenten des Rates oder die Präsidentin des Rates gesprochen, dann von der jeweils anderen Seite kommt. Weil eine Zusammenarbeit, die mit dem Satz beginnt, die 3 Chefs sind aber von uns, ist keine wirkliche Zusammenarbeit. Dennoch schien man auf Seiten der EVP sehr überrascht gewesen zu sein. Konnte man das da nicht absehen oder wie sehen Sie das? Man konnte absehen, dass sie überrascht tun, aber sie waren es nicht. Ganz bestimmt nicht, weil wir schon seit sehr langem darüber reden. Und es gibt, glaube ich, Verständnis auf beiden Seiten. Ich habe Verständnis dafür, dass die EVP hier auch mal den Präsidentenstuhl wieder besetzen will. Aber sie müssen auch Verständnis dafür haben, dass wir nicht eine Zusammenarbeit planen können, die dazu führt, dass am Ende alle Chefs sozusagen nur aus einem Stall kommen. Das kann ich durchaus verstehen, aber kann es jetzt nicht sein, dass durch das Verhalten der Sozialdemokraten es dazu kommt, dass die proeuropäischen Kräfte gespalten werden im Parlament? Ja, wir haben ja auch unterschiedliche politische Inhalte, für die wir stehen. Und wir haben bisher immer bemüht, uns Kompromisse zu finden. Das wird auch in Zukunft so sein, aber nicht mehr um jeden Preis. Weil so ein Theater könnte man ja dadurch beenden, indem die EVP anerkennt, dass sie nicht alle 3 Chefsessel besetzen kann. Knut Fleckenstein, vielen Dank für das Gespräch. Und damit zurück nach Bonn zu Konstanze Abratzky.